Okay, also erstmal Ohai und um die frühe Uhrzeit. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Leiden zu schmälern. Kurzer Vorping, Hände hoch für Erfahrungen mit statischen Seitengeneratoren. Okay, jo. Warum verwendet man die? Kunde möchte seine Seite nicht aktualisieren, aus fachlich Unkenntnis und oder TLDR keine Zeit. Deswegen tut man solche Dinge. Statische Seitengeneratoren gibt es en masse in allen Sprachen, wo man sich vorstellen kann. Da nimmt man einfach das, was einem gerade gelegen ist und was man so spricht, wo man auch mal was erweitern kann, falls man was braucht. Und in meinem Fall Ruby, in diesem Fall Middleman. Middleman müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr schon mal einen statischen Seitengenerator angefasst habt, dann wisst ihr genau, wie das Ding funktioniert, weil die funktionieren im Prinzip alle gleich. Die Libraries, die da so Dinge tun wie die Seite, die man, an der man gerade baut, aktualisieren oder so, kommt alles aufs Gleiche raus. Dann nochmal kurz Hände hoch, SAS-Framework, LESS-Framework, Erfahrung. Ja, ich möchte mein Zeug nicht from scratch hochziehen. Ich brauche Zeug wie Farbdefinitionen in Variablen, sodass ich die überall nur reinkopieren muss und nicht 50 Files anfassen muss, wenn ich irgendwie die Seite, die Farbe von der Überschrift für alle Seiten ändern möchte, weil irgendjemand gerade meint, das wäre sinnvoll, weil wir haben Winter und ich möchte ein zweites Stylesheet für meine Seite und da muss ein Santa Claus drauf sein und so weiter, blafu. Und da ich scheiße bin im Vorträge halten, habe ich gedacht, wir tun jetzt Live-Coden. So. Test, React is not a framework, okay, tut. Wie funktioniert das Ding? Also wir machen hier lediglich wir holen uns das Gem, also Gem install Middleman und dann machen wir Middleman init und dann haben wir unsere Files und ich habe da mal was vorbereitet, weil wir nur eine Stunde Zeit haben. Und dann starte ich den Server und dann geht's auch schon los auf meiner IP Port 4567. Scheißegal, kann man ändern, passt. Dann kann ich mir hier vorne aussuchen, ob ich da Hammel machen will. Ich finde es aufgrund der von SERP angewendeten Verschachtelungen an Wrapper-Klassen, finde ich das einfacher mit Hammel. Kann man allerdings auch IRB-Files nehmen, also normales HTML schreiben und die Ruby-Befehle einfach handelsüblich mit den normalen Tags reinschreiben. So, was brauchen wir? SAS, wie funktioniert SAS? SAS ist, wie gesagt, einfach, ich lasse mir das CSS generieren und kann dann noch so Dinge tun wie Schleifen und Zeug und bla und Variablen. Und erstmal importiere ich mir meinen kompletten Krempel. Der SERP Foundation bringt zum Beispiel Normalized CSS mit, was praktisch ist, wenn man browserspezifische normal CSS-Assumes einfach überschreiben will und sagen will, ich möchte mal was mir das alles gleichsetzt. Und als zweites importieren wir uns die Settings. Das ist bei SERP Foundation ziemlich heftig. Eben auch der Grund, warum ich kein Bootstrap nehme, weil ich möchte einfach diverses Zeug, wenn es schnell gehen muss, out of the box haben, wie zum Beispiel eine Off-Canvas oder eine Image-Slide-Galerie oder wer es braucht, Pricing-Tabellen. Es sind so gut wie jedem Framework drin, so gut wie jede 80. Webseite braucht sie überhaupt, finde ich ja cool. Range-Slider brauche ich auch nicht unbedingt. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir eine Seite bauen für
Lasst euch was einfallen. Blog oder so, ist ja egal. Bitte? Eine Schlosserei. Whatever. Wir haben hier unheimlich viel, was wir tun können. Und wie jetzt SAST funktioniert, ich importiere es einmal, importiere mir diese Settings zwischen. Ich kann hier, wenn ich möchte, die Default Styles, oder was ja auch Sinn macht, die Default Styles von SERP Foundation überschreiben. Kurze Erklärung, könntest du ein Theme einstellen mit viel mehr Kontrast? Also mit einem Schwarz auf Weiß oder sowas? Ja. ja. Das geht. Ja, okay. okay, ich hoffe, ihr seht den Farbunterschied halbwegs. Auf jeden Fall sieht aus wie PHP so ein bisschen, aber das sind hier wirklich nur Variablen. Wenn ich die überschreibe, dann überschreibe ich die in allen Foundation Templates, die ich importiere. Das sind sogenannte Komponenten. Und die kann ich hier inkludieren, wenn ich möchte. Das heißt zum Beispiel, was immer Sinn macht, ich möchte ein Grid, weil wir möchten, dass unsere Webseite auch auf Mobilphone irgendwie hübsch aussieht. Eher so, schon wieder LXD, zum Beispiel eher so als so, weil man möchte auf einem Mobilgerät nicht zoomen, um den Text lesen zu können. Ich möchte auf die Gerätbreite des Users eingehen und im Prinzip löst das SERP Foundation wie alle anderen auch. Das heißt, ich hole mir mit Media Queries verschiedene Styles für verschiedene Auflösungen. Ja, wie gesagt, ich habe da Komponenten und da, die bringen auch ein bisschen JavaScript mit. Ich habe da gestern was erwähnt, dass jQuery eigentlich eine Sache ist, die vom Orbit geblasen gehört, aber mein Gott, auch in SERP Foundation findet man's. Ist allerdings auch nicht für jede Komponente wichtig. Das heißt, wenn ich von SERP Foundation den Image Slider haben will, dann bin ich zwangsläufig daran gebunden. Font Awesome ist auch so eine Sache, die muss man nicht machen. Allerdings Schriften auf manchen Geräten sind wirklich gruselig. Also Modernizer macht Sinn im Header, wird in Foundation auch hin und wieder verwendet an ein paar Stellen. Allerdings vermissen sie so ein bisschen die in der Dokumentation die Hinweise darauf. Das heißt, wenn man Modernizer selber bilden will, was eigentlich auch Sinn macht, weil man dann weiß, was man davon benutzt, und nicht das ganze Ding in jedem Header-Request auflösen muss, nicht riesen Files ausliefern muss, wenn man nur ein oder zwei Stücke davon braucht. Das ist eine Sache, die auch bei jQuery oft falsch gemacht wird. Und im Footer auch hier wieder auskommentiert meinen ganzen Krempel, den ich entweder verwenden kann oder nicht. Dieser eine Call sorgt dann dafür, dass Foundation gebootstrapped wird, sobald alles geladen wurde. Ich mache das hier mal zu. Wir fangen jetzt hier mal an, was zu bauen. Also ein Grid. Ich hoffe, ihr wisst halbwegs, wie das funktioniert. Ich habe 12 Spalten auf meiner Seite. Die kann ich pro Gerät vergeben. Das heißt, ich habe 12 Spalten. Ich weiß, dass meine Überschrift auf großen Bildschirmen nur 3 Spalten breit ist. Und auf Mobilgeräten 6 und dann auf kleinen Mobilgeräten 12. So, das wird über Media Queries realisiert. Ich kann hier die Standardfarben, die SERP Foundation vergibt, kann ich auskommentieren und dann durchweg benutzen. Also wer dafür hier eine Variable braucht. Allerdings die Variablen zu verwenden macht immer Sinn. Weil wenn man dann mal bis zum ersten Abgabe des Projekts eine Variable durchweg verwendet hat, dann kann man diese eine Variable überschreiben und nicht 50. Primary Color, das ist jetzt was, das wird von Foundation so verwendet. Ich kann diese eine Color, die wird durchgehend durch mein Projekt auch hin und wieder von den Standard Styles von SERP Foundation verwendet. Das heißt, wenn ich Überschriften habe, nimmt er diese Default Color. Genauso mit Secondary. Ich kann jetzt hier noch Ternary Color oder
was weiß ich was vergeben. Wir machen uns mal hier so einen grauen Hintergrund für unsere Seite. Jo, mach mal. Dann machen wir noch so Dinge wie, ja, unsere Breakpoints vergeben können wir machen. Ich habe jetzt hier mal so ein Standard-HTML vorbereitet, also auch der Header und so weiter. Kann man sich überlegen, wie man es möchte. In meinem Ruby kann ich von der jeweiligen Seite mit dem eigentlichen Inhalt kann ich mir im per YAML Front Matter inhaltsspezifische Daten vergeben, wie zum Beispiel hier, ich möchte für meine Seite einen Titel und kann dann in meinem Layout sagen, wenn der nicht gesetzt ist, nehme ich hier Trollololo 404, ich habe nichts vergeben. Genauso mit den Description und den Keywords, you spin me right round. Wer schon mal einen Kollegen gefunden hat, der seinen Laptop auf Arbeit nicht gesperrt hat, der tut da immer lustige Dinge mit ihm. Das hier ist die Meatspin-Variante. Ja, dann brauchen wir jetzt HTML. Wir brauchen HTML. Wir brauchen von SERP Foundation, wie machen die Grid? Okay, so machen die Grid. Wie ich vorhin erwähnt habe, ich brauche was, was für große Bildschirme 4x12 Spalten breit ist, was für kleine auch 4x12 Spalten oder andersrum ist. Es muss immer im Endeffekt 12 ergeben. Ich kann auch einfach End dahinter packen und so weiter. Aber das sieht man alles, wenn man sich das hier durchliest. Also funktioniert 1:1 genau wie bei allen anderen Frameworks auch. Das heißt, wenn ich hier solche Sachen nehme wie 960 Grid oder so, von der Klassenvergabe, es funktioniert im Prinzip alles gleich. Das heißt, ich gebe jetzt hier eine Row an. Da gebe ich, wir machen das hier für kleine Bildschirme zuerst, weil Mobile First und so. Das sind Columns, die sind für kleine Bildschirme 12, also volle Breite breit, und da mache ich ein H1 und dem gebe ich den Inhalt Welcome GPN. So. Während ich das speichere, lädt das Ding die Seite neu. Wie macht es das? Das macht das Ding einfach per Default, weil es eigentlich Sinn ergibt. Ich sage hier einfach in meinem Development Environment, ich will Live Reload drin haben. Einfach nur, weil Monitore sind günstig prinzipiell und erhöhen die Arbeitseffizienz. Und wenn man nicht so einen brutal großen Beamer hat wie hier gerade, kann man alles auf eins quetschen. Ansonsten, was ich immer gern wieder tue mit meinen drei Monitoren, ist, ich öffne die Seite gleich in 4 oder 5 verschiedenen Größen, code so vor mich hin und alles lädt sich auf einmal neu. Es gibt JavaScript-Libraries, die lassen das zu, dass man das auch gleich auf Mobilgeräten neu lädt. Schnickschnack. Wenn man nicht unbedingt JavaScript baut und darauf abhängig ist, dass da irgendwie, dass man client-spezifische Sachen accessst, wie zum Beispiel, ich möchte wissen, ob der User, ob das Gerät vom User vibrieren kann oder so, oder einen ganzen anderen möglichen Krempel, den man mit HTML5 auslesen kann. Das kann man tun. Wir tun es hier nicht. Wir bauen eine stinknormale Webseite. Über Bower habe ich mir die Dependencies geholt. Wer es nicht kennt, das ist so Node.js-Kram. Ich benutze Node.js eigentlich gar nicht mehr. Ich bin auch ziemlich froh drum, weil meh. Und das Einzige, was ich mir noch dazu verwende, ist mir die Frontend-Pakete zu holen, weil ehrlich gesagt das noch kein anderer richtig hinbekommen hat, außer Bower. Dadurch wurde mir mein Krempel installiert in das Vendor-Verzeichnis. Da habe ich, normalerweise kommt es in Bower Components, das habe ich hier überschrieben. Hier wird mir der ganze Krempel reingezogen und in meiner Config-RB habe ich diese in Sprockets. Sprockets wiederum ist
das Ding, was mir nachher aus dem SAS das CSS rausgeneriert, mir die ganze Pfade zwischengeladen und dadurch kann ich hier in der SAS-File sagen, importiere mir das hier und muss nicht den kompletten Pfad von meiner Arbeitsumgebung mit reinpacken. Das ist ja alles schön, was wir hier machen, aber wir wollen wissen, wie sieht das nachher aus, was kann ich da im Endeffekt richtig deployen. So wie wir den Server gestartet haben, können wir am Ende, wenn wir fertig sagen, auch sagen, bild mir das Ding. Und dann fliegen da hinten keine SAS-Files raus, weil es keinen Sinn macht, sondern CSS- und JavaScript-Dateien, wo der Inhalt gleich richtig drin ist, wo ich, wenn ich den Server nochmal hier starte, sieht man das. Wenn ich hier sage, ich lade mir den Quelltext, dann habe ich zum Beispiel in der SAS-Datei hier diese Formatierung, habe hier überall meine Pfade schön drin und wenn ich wiederum auf das Bildverzeichnis gehe, dann sehe ich, dass ich das minified habe, weil es Sinn ergibt. Weil man dem User keine Line-Endings ausliefern muss. Dem Browser ist es sowieso egal. Ja, also, jetzt haben wir da eine Überschrift und jetzt haben wir unser erstes Grid und jetzt sagen wir, wir wollen eine neue Row und da wollen wir Columns haben, die für Small die halbe Bildschirmgröße ausfüllen. Und da machen wir jetzt einen Paragraphen rein und da schreiben wir rein, ja, Lorem, so, Funst. Dann wollen wir das nur auf halber Breite haben, daneben nichts, dann sagen wir dahinter End und können direkt mit der nächsten Row anfangen. Ich kann auch so einfach mit der nächsten Row anfangen, aber die Rows ordentlich zu beenden ist eine Sache, die macht man so und das macht auch Sinn. Aber jetzt nehmen wir mal ein bisschen was Interessanteres, weil wie man HTML und Inhalte packt, das interessiert uns ja hier nicht. Wir wollen ja wissen, was in SERP Foundation so alles dabei ist, also machen wir eine Navi rein. Navi zum Beispiel gibt es hier ein paar. Navigation gibt es einmal als Off-Canvas. Gibt es in links und rechts. Auch mit Subnavigation alles drin. Und dann gibt es noch die normale Topbar, die ist ein bisschen extensible, das heißt, die geht nach unten, wenn man drüber fährt und unterstützen auch solche Sachen wie Formulare drin und ja, dazu gibt es eigentlich nicht mehr zu wissen. Das Ding wird dann fancy, wie man hier sieht, wenn ich das Sticky mache. Das heißt, die bleibt oben, egal wie lang mein Inhalt ist. Und was man sich von hier meistens rauskopiert von der Docs-Seite, ist das HTML. Und unten, wenn man die Settings nicht so wie ich komplett importiert hat, dann kann man diese Datei, wo hier die Überschreibungen stattfinden, auch einfach von vorne anfangen, den ganzen Bloat hier wegnehmen und nur das überschreiben, was man überschreiben möchte. Dann haben wir noch hier so ein paar Sachen wie eine Iconbar, sieht man auch immer öfter im Webs, eine SideNav, für Unterseiten ganz praktisch und ja, noch andere Navigationselemente, die da einfach dazugehören, wie zum Beispiel Breadcrumbs. Wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Topbar. So, hier richtig schön mit Typen dabei, mit Rollen, weil ARIA und Accessible und so. Und wir sind ja blöd, wenn wir es schon haben, wenn wir es nicht verwenden. So, wir sehen, okay, wir kriegen hier HTML, ist doof. Aber ich kann das ja optimal hier. An der Stelle habe ich mich gerade dagegen entschieden, aufgrund der Zeitknappheit das alles abzutippen, sondern mache aus meiner Haml-File eine EAP-File.
Ich muss das hier nicht so schreiben. Das ist in den dynamischen Generatoren-Web ist das so üblich, dass man das Format, was am Ende rauskommt, davor schreibt und danach alles dazwischen. Das heißt, ich kann hier auch eine all.css in meiner Seite inkludieren, das in SCSS schreiben und da eine ERB-File dazwischen hängen, wenn ich zum Beispiel Theming ermöglichen möchte. So, dann haben wir das. Machen wir den restlichen Krempel hier mal weg. So. Mit einmal neu öffnen. Hat auch Sublime geblickt, was wir wollen. My Site heißt OHIGPN. So. Warum zeigt das hier so komisch an? Ganz klarer Fall, weil wir die File nicht inkludiert haben. Das heißt, wir machen jenen hier und war es überhaupt die Topbar? Ja. Ja, es war die Topbar. Was brauchen wir noch? Sonst eigentlich nichts. Schon tut's. Zack. Menü tut nicht. Warum tut Menü nicht? Richtig, weil wir noch die JavaScript-File inkludieren müssen. Inkludieren wir. Aber nicht so. Sondern so. Speichern. Neu laden. Tut immer noch nicht. Cool. Bitte? Ja. Ach so, nee. Drop-down sind Drop-down-Buttons. Mal ohne Cache neu laden vielleicht. Ja, das sind die Demo-Götter. Die haben mich gestern schon getrollt. Das ist Sprockets. Sprockets geht davon aus, dass du hier diese Kommentarzeichen verwendest, um zu inkludieren, weil sonst wäre hier auch jQuery nicht drin. Wenn wir uns das mal angucken, weil wir haben ja, wir sind ja Hipster, wir haben ja hier so ein F12-Menü und das, nee, nicht eine Shell. Wir haben, geht denn das? Wo ist denn das? Ah! Element untersuchen, bla. Wir können in der Konsole hier auch Foundation queryen. Foundation is not defined, cool. Undefined. Cool. Interesting. Wir können uns aber auch zur Not einfach die Quellen anschauen. Ja, also wie gesagt, das schönste JavaScript ist es nicht unbedingt. Oh. Ich habe keine Ahnung.
Was natürlich auch sein kann, ist, dass meine Pfade Fnordi sind. Ja, aber ich habe hier kein Typo. Interesting. Ja, was gibt's? Futter. Was ich zur Not noch machen kann, ist, ich kann mir das CSS oder das JavaScript einfach anschauen. Haha, ja. Okay, cool. Ich habe hier eine Footer.js erstellt und inkludiere sie im HTML nicht. Ja, dann kann es nicht tun. Am Schluss unseres Bodies machen wir ein Script-Tag. Dem geben wir, oder wir nehmen einfach das, was mir mein statischer Seitengenerator ausspuckt und sagen JavaScript include Tag Footer. Schon funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Wie gesagt, das Ding kann hier auch Subnavi. Ich sage jetzt, okay, meine Seite soll deutsch werden, ich will hier kein Back. Dann kann es entweder sein, es steht hier im HTML, hier steht es nicht. Dann gucke ich mal in meine Settings-File rein, in der ich, wie gesagt, die Default-Sachen von Foundation und überschreibe, suche hier nach Topbar. Sieht jemand Back? Also gucken wir auf die Seite, wo steht mein Back? Nirgendwo. Da, 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 da. Also. Boah. Habe ich die Möglichkeit, das direkt im HTML zu machen und zu sagen, okay, ich habe hier meine Topbar, ich vergebe hier Data Options. Ach, Custom Backtext, ja, richtig. Und wer schon mal JavaScript gemacht hat, weiß auch, dass das Unterstriche statt Minus sind. Es gibt da einen Haufen Plugins. Ich zum Beispiel für meinen Sublime habe hier Foundation, mach mir mal Tabs. Was manchmal der Fall ist, dass dieses Feld hier fehlt. Manchmal fehlen da einfach, aber das ist nur Sublime-Plugin-Text spezifisch. Ich bin jetzt codetechnisch nicht so der Freund von VI. Ich benutze es eigentlich nur für Ops-Kram, aber kann man machen, wie man will. Also was auf jeden Fall hilfreich ist, ist sich angucken, ob das Plugin für den favorisierten Editor was taugt. Ich kopiere mir meistens gern das von der Seite, weil da die ARIA-Rollen drin sind, die fehlen im Sublime Text Plugin auch. So, jetzt haben wir da ASDF stehen. Kann ich jetzt hier noch die Dinger hier wegnehmen. So. Jetzt kann ich hier meine Sachen editieren. So, jetzt
kommen wir aber mal zurück zu dem Zeug, was Middleman-spezifisch ist, weil wir wollen ja nicht in dieser einen Inhaltsklasse unsere ganzen Inhalte reinpumpen. Was wir ja eigentlich wollen, ist, wir wollen Hipster sein und mehrere Seiten haben und das Zeug irgendwie so inkludieren, dass ich es wiederverwenden kann. Also, habe ich meine Navigation fest. Also brauche ich eine Datei, wo ich meine Navigation definieren kann und sage hier zum Beispiel, ich habe einen Navigation-JSON, wäre doch ganz sinnvoll. So, da schreiben wir dann so Krempel rein, wie zum Bleistift. Wir haben Items und das ist ein Array. Eines dieser Items wäre zum Bleistift. Ich brauche eine URL, die ist zum Beispiel Slash. Die hat ein Label. Und das zum Beispiel Home. Ich habe ein Icon. Machen wir jetzt hier nicht. Ich habe ein Weight von 1. Das ist nicht die Font Weight Bold oder so, das fett geschrieben ist, sondern einfach, weil es der erste Navigationspunkt ist. Ich mache noch einen Navigationspunkt. Der ist Entropia. Clubmate, so, Weight von 2. Wie mache ich das jetzt in meiner Datei? Ich sage hier einfach zack. Ich bräuchte hier eigentlich ein for each. Also kann ich das auch tun. Ich sage hier, Data Navigation JSON heißt sie, und da drin haben wir die Items. Für jedes Item machen wir Nav Item. Wenn wir Hammel hätten, bräuchten wir das End hier nicht, weil da macht man keine Ends. Der meckert sogar, wenn man ein End nimmt. Wir machen hier ein LI-Element rein. Dem geben wir eine Klasse. Und da steht dann zum Beispiel drin, dass wenn Current Page ist von Middleman das Element für die jeweilige Seite, auf der wir uns befinden. Da holen wir uns die URL gleich von unserem Nav-Item. Die URL ist, dann wollen wir, machen wir auch unser F weg, echoen direkt und sagen, in diesem Fall ist unsere Klasse Active, ansonsten leer. Bitte? Richtig. So. Wie nennt man das hier? Ein If-Else innerhalb von einer Zeile, das ist ein sogenannter Ternary. Eigentlich was, was man nicht macht, weil schlecht lesbar, aber kann man machen, muss man nicht. Wir können das jetzt hier noch verbessern und sagen, so. Ja, genau. Also haben wir hier unser LI-Element. Das hat eine Klasse von Active, wenn
die URL, die dort referenziert wird, unserer URL, auf der wir uns gerade befinden, entspricht. Machen wir das da weg. So. In diesem LI wollen wir einen Link okay. Ja, Text schließen macht natürlich Sinn. Das ist das Schöne, warum ich Hammel nehme, weil ich habe hier die gleichen Klammern. Und wenn mein Editor nicht intelligent genug ist, mir das ordentlich darzustellen, dann habe ich ein Problem. In diesem Link wollen wir ein A haben, das hat eine href von nav-item.url. Und was hatten wir noch in der vergeben? Label, genau. So. Okay, interessant. Habe ich einen Syntax-Error? Nein. Home und Clubmate. Warum tut's nicht? Warum tut's nicht, Demogötter? Warum tut's nicht? Tristan, habe ich einen Syntax-Error? Weißt du nicht? Data Navigation kommt ja noch mit JSON dazu, oder weiß er, dass es ein JSON-File sein soll? Er frisst für Data-Definition nur JSON-Files, deswegen ist das implizit. Okay. Aber habe ich das Ding auch richtig Items benannt? Ja, ich habe das Ding richtig Items benannt. Interessant. Ich mache also das Default-Debugging ist Quelltext angucken. Da steht noch mein alter Krempel drin. Warum? Diese Klammer habe ich geschlossen. Dieses Ding hier habe ich geschlossen. Und die Gleichung heißt bei Data Navigation Items. Wo? Hier? Das gleich sagt bei Ruby aus, dass ich was ausgeben will. Das sagt aus, dass ich ein Kommando ausführen möchte. Ihr merkt also auch, da hier spielen so kleine Sachen wie sogar das Syntax-Highlighting, das man verwendet, eine harte Rolle. Ja, das ist richtig. Ab und zu fnordert das ein bisschen. Aber normalerweise würde er hier daneben einen Stern anzeigen.
Stimmt. Er hat sich aufgehängt. Cool. Ah. Okay, klasse. Wir haben in einer File einen Fehler. Ja. Manche Software ist da ein bisschen zimperlich. Schön, danke. Schon tut's auch mit dem Nachbarn. Unsere Entropia-Datei gibt's nicht, aber unsere Home gibt's und deswegen wird sie hier auch gehighlighted dargestellt, weil, wie gesagt, ich mich gerade auf der Klasse befinde. Das ist jetzt das Vorgehen zum Beispiel von Foundation. Man würde hier jetzt einfach an der Stelle, wenn einem dieses Blau nicht passt, würde man dieses Blau in der Settings CSS suchen und sagen, Link Color Active, Link Background Active. Das ist die Primary Color, also geht man gleich von vornherein ganz hoch und sagt, setz mir mal meine Primary Color auf. Fällt jemand im Color Code für ein ekliges Rosa ein? Ja, wie, ihr wisst das nicht auswendig? Jemand Flausch? Boah. Bitte? Boah, du Sadist. Cool. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Geil. Ah, ihr seid klasse. Ich bin noch voll müde und so. Dann können wir hier noch so Sachen machen wie Schriftarten ändern, hier die Hover-Color ändern, zum Beispiel, dass das... Das ist gerade diese Fanciness von SAS, dass ich hier Funktionen anwenden kann. Diese Funktionen wiederum kommen entweder von SAS selber oder sie werden vom Framework definiert. Was das Framework hier definiert, sind so nützliche Sachen wie Lower und Higher Bound. Was ich mir EMs oder Pixel in REMs umrechnen kann, was total unnützlich ist, weil ich mache das jetzt schon eine Weile und kann immer noch nicht mit REMs rumgehen, weil EM-Kalk ist auch ganz nützlich. Und der restliche Krempel, dass mir hier eine Color Scaled, kommt zum Beispiel von SAS selber. SAS gibt mir die Möglichkeit, hier Funktionen zu definieren und zum Beispiel zu sagen, dass ich meine Grundfarbe, zum Beispiel hier die Primary Color, erhellen möchte um 14%. So würde man das dann schreiben. Man kann auch zum Beispiel die Visibility scalen, also nicht die Visibility, sondern die Opacity, also die Transparenz. Da passiert dann der richtig lustige Krempel. Und ansonsten kann ich hier noch sagen, keine Ahnung, gibt's die? Weiß er ein Browser, was pink ist? Nein. Weiß er, was das ist? Nee, weiß er auch nicht. Doch! Ha! Klasse. Ja. Also, wie gesagt, so würde man das mit SERP Foundation machen. Dann packen wir da jetzt noch was drunter und sagen zum Beispiel, wir wollen ein... Tabellen haben. Nehmen wir uns den Code. Kopieren ihn rein. Sieht komisch aus. Warum? Weil ich die File nicht inkludiert habe. Sieht schon besser aus.
Ich sehe von hier unten, dass die Rows hier unterschiedliche Hintergrundfarben haben. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann. Aber ich kann ja auch einfach nach meinen Tables suchen. Da, 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 da. Even Row. Jede zweite soll nicht Snow, sondern Pink. Bäh. Widerlich. Ich will doch, dass es scheiße aussieht. Red. Ich meine, wenn ich jetzt noch ein richtiger Sadist wäre, dann würde ich ja hier sagen. Okay, ja, cool. Headpadding, okay, ich brauche da mehr. Ich brauche da von der Tablehead mehr Abstand. Machen wir hier so 50 Pixel. Warum macht das nicht? Ja, macht Sinn. 150. Hallo? Table, Head, Padding. Hallo? Ja, gib ihm. Das Vorgehen von, es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit du da reinsteckst. Wenn du zum Beispiel ein CI-System laufen hast und das auf Staging, dann siehst du ja gleich die Unterschiede. Das macht man eigentlich weniger. Normalerweise nimmst du so einen Screenshot-Dienst. Wenn das eine kleinere Webseite ist, dann liest du dir das Changelog durch. Das ist eigentlich so das, was man da so macht. Die haben das auch. Die wichtigsten Dinge stehen hier drin. Ich meine, das macht man eigentlich auch mit jeder anderen Software. Nur wichtige Änderungen stehen hier drin. Zum Beispiel, wenn du, die haben hier mal ein Modul umbenannt. Die machen Semantic Versioning. Och, du weißt doch, das bringt nur jeder Dritte richtig hin. Das Ding hieß mal Top-Bar zusammengeschrieben. Und dann war das noch 4 oder 5 Unterversionen bis zur nächsten Major, haben sie das so umbenannt und eine Kopie davon mit einer großen, fetten Deprecated Warning drüber so im Repo gelassen und mit der Major ist es dann rausgeflogen. Also die achten da schon ein bisschen drauf. Aber wir wissen ja alle, Semantic Versioning ist eine Sache, die man eigentlich tun sollte, aber nur jeder, ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Weil manchmal auch einfach Mäh und Verpeilung und naja. Ach, das ist die Tabbar. Machen wir noch Buttons. Buttons haben auch Mix-Ins. Was sind Mix-Ins? Mix-Ins sind Blöcke, die ich in SAS verwenden kann. Ich sage hier zum Beispiel, ich möchte in meiner Inhaltsdatei einen Wir haben unsere Grids verfnordet.
Die Navi ist da, die vergibt uns das natürlich. Die Navi hat auch so coole Features wie zum Beispiel, dass ich mit einer Klassendefinition auch definieren kann, dass das Ding sticky ist und das funktioniert einfach. Ist auch ziemlich cool. So, hier kann ich noch sagen, also wenn ich das jetzt speichere, dann habe ich hier einen Button, aber ich hätte den gern. Und? Ich habe jetzt hier in SAS zwei Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel einen Style, den möchte ich auf diesen speziellen Button anwenden, oder ich habe einen Style, den möchte ich auf alle Buttons anwenden. Ich kann das auf zwei Arten tun. Einmal, ich ändere hier in der Settings die Settings für Buttons. Die Implikation daraus ist jedem offensichtlich. Ich ändere damit alle. Foundation oder beziehungsweise SAS gibt uns noch eine andere Möglichkeit, und zwar durch Mixins. Und zwar kann ich sagen, ich gehe von den Default-Settings aus und überschreibe nur diverse Dinge. Ich sage hier zum Beispiel, ich gebe meinem Button die Klasse Foo, gehe in mein SAS und schreibe nun SAS und überschreibe nichts. Sage mein Foo. Extended. Die Styles eines Default-Buttons. Boah. So. Jetzt habe ich für diesen einen Button meine Default-Styles und kann dann sagen Background Color Flausch. Wenn ich jetzt einen flauschigen Button habe, möchte ich daneben einen, der nicht flauschig ist. Zack. Dieses Extend oder auch ein Mix-In, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte eine Funktion definieren und auf allen Elementen anwenden, die wie erkläre ich das? Okay, es gibt Elemente im CSS, die erfordern browserspezifische Präfixe. Mir fällt jetzt auch gerade kein Beispiel ein. Ich glaube, Opacity war das eine ganze Zeit lang. Da kann ich eine Funktion definieren, die einfach vor alles davor packt. Ja, ich habe jetzt hier gerade kein Beispiel da. Aber auf jeden Fall, wer mehr darüber wissen möchte, der geht nicht auf diese kaputte Seite, sondern sucht nach SAS, dann landet er auch nicht auf einer Phishing-Seite. Geht in die Docs. So. Hier wird das ziemlich gut erklärt. Du kannst SAS wiederum auch auf zwei verschiedene Arten schreiben. Also entweder du schreibst SCSS. Da kannst du Sachen verwenden wie durch ein
Fragezeichen ziehe ich mir die Definition vom Mutterelement rein, weil normalerweise kannst du im Mutterelement nur die Kindelemente definieren, aber wenn ich das Und-Zeichen jetzt hinter diese Punkt-Zeitbar schreiben würde, dann würde ich jede Div-ID Main, ja okay, bei IDs blöd, weil die gibt es eh nur einmal im Dokument, jede Klasse Main, die inner Punkt-Zeitbar definiert wird, überschreiben. Dadurch kann ich mir das hin und her referenzieren, so wie ich gerade lustig bin. Wo haben wir Mixins? Mixins haben wir hier. Und durch dieses Funktionsschreiben wird dann SAS auch richtig mächtig. Ich sage hier zum Beispiel, ich nehme mir diesen Codeblock. Kennen wir alle von Clearfixen? Es gibt so circa 50 verschiedene Versionen, wie man Clearfix schreiben kann und irgendwie 5, die richtig tun. Ich definiere mir hier ein Mixin namens Clearfix und das kann ich dann nachher mit include inkludieren. Zack, include large text oder in dem Fall include Clearfix und ich habe nach diesem Element ein Clearfix stehen. Ja, und dann gibt es da noch so andere schöne Sachen wie das Extent, was ich gerade gezeigt habe. Dass ich, serious error, dass ich, ja okay, man kann es vielleicht nicht lesen, dass ich mir Styles von einer anderen Klasse einfach borge und hier mitnehme und dann hier überschreiben kann oder erweitern kann. Dann gibt es noch so Sachen wie SAS und SCSS. SCSS kann ich, muss ich die Klammern machen. Und die Semicolons kann dafür Sachen wie das hier verwenden. Und dann gibt es noch SAS. SAS, also die SASS-Dateiendung, da spare ich mir dann die Klammern und das Semikolon. Ist sowas wie Hammel, also am Schluss vielleicht schwer lesbar. Muss man sich überlegen, ob man es möchte. Wie gesagt, die Extents kann man auch mehrmals machen und die Elemente in SAS selber oder besser gesagt in Foundation sind durch Mixins gelöst. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe hier ein Mixin, dann kann ich mir auch meine Buttons selber definieren, indem ich hier einfach für ein Element, das vielleicht ein ganz anderes ist, zum Beispiel ein Div, die Standarddefinition von einem Button reinziehen. Und das ist im Prinzip auch schon alles. Ich glaube, ja, jetzt haben wir eh die Stunde rum und ich würde sagen, gibt es noch Fragen? Ja, wenn man so ein Projekt anfängt, was für Dateien werden da automatisch generiert von diesem SAS und CSS und so? Von diesem Strukturbaum? Einfach mal so hier neue Projekt. Wir haben hier nichts. Wir haben hier die Standardsachen, weil die nicht davon ausgehen, dass wir SAS verwenden wollen. Deswegen steht hier auch eine normale, kommt hier eine normale CSS-File mit und eine normale JavaScript-File. In dieser JavaScript-File können wir dann nach wie vor die Features von Sprockets nutzen. Das ist wie gesagt dieses Auto-Generier-Ding von was mit Ruby mitkommt.
da haben wir dann entweder hier die Möglichkeit mit Kommentar gleich require eine spezielle File oder alles, was in diesem Verzeichnis landet. Das ist auch ganz praktisch, weil der Minify da einfach alles, was da reinkommt. Und in der Stylesheets-File steht normales HTML. Was ich in der Config gemacht habe, ist lediglich Zeug auskommentiert, entkommentiert, wie hier den Output-Style und das Live-Reloading. Und ich habe meine Sprockets-Paths hier oben reingepackt. Das sind die, von denen ich hier... Die erstelle ich. Die erstelle ich from scratch. Du gehst in das Verzeichnis rein, du holst dir deine... Du holst dir über Bower deine... externen Libraries und machst dann sowas hier. So, machst dann hier entweder für jede Zeile einzeln Import Foundation Components, zack, und SAS tickt so, dass du das auch so machen kannst. Du kannst dir die File Extension sparen und den Unterstrich davor. So, das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe das Directory gelistet, habe mir alles rauskopiert, habe so reingeschrieben und habe mir jede Komponente, die ich nicht brauche, einfach auskommentiert. Nichts anderes habe ich gemacht. Und das ist auch sinnvoll, weil mit jedem Versionsupdate mache ich das von vorne, weil manchmal bin ich einfach zu faul und ich gebe es auch ehrlich zu, die Changelogs zu lesen. Also kann es sein, dass ein neues Element hinzugekommen ist. Das kann ich übersehen. Wenn ich es hier nicht drin habe, dann und ich bin gerade voll drin, dann verpeile ich es vielleicht und übersehe dieses Element und frage mich, warum es beim Debuggen nicht klappt. Also kopiere ich es alles immer rein und. Wo war das? Das ging alles so. Okay. Dieses Source-Verzeichnis ist bei Middleman normal für das, wo man eigentlich entwickelt. Und wenn man dann wenn man sich die Dependencies über Bower reingezogen hat, hat in Source Vendor Foundation gibt es ein CSS-File, da ist ein fertig generiertes Foundation CSS drin, da ist alles drin. Aber das wollen wir ja äußerst selten alles ausliefern, weil wir äußerst selten alles brauchen. Außerdem wollen wir Default Styles vielleicht überschreiben, also nehmen wir das nicht. Wir nehmen direkt SAS. Und alles, was wir da brauchen, ist, wir brauchen dieses Normalize extra, aber deswegen wurde es auch vorher inkludiert. Dann brauchen wir das... Die Functions SCSS und dann können wir uns schon die Settings kopieren. Aber ansonsten, wie gesagt, bei Foundation ist normalerweise alles dabei, was man für Foundation braucht. Das heißt, auch im JavaScript ist alles dabei. Ich habe im JavaScript meine Vendors, da sind zum Beispiel jQuery drin, da ist Modernizer drin. Ich nehme das auch, ich kann auch Modernizer von Hand bauen. Die liefern ihr eigenes Modernizer mit, weil... die selber wissen, was sie von Modernizer brauchen. Die machen das falsch, die dokumentieren das nicht so, dass ich erstmal rauslesen müsste, was in dem Modernizer überhaupt alles drin ist. Aber ich glaube, beim Modernizer steht sogar im Version-Header
Nee, steht's nicht. Ja, genau, das ist das Problem. Ich könnte mir jetzt auch mein eigenes Modernizer für mein Projekt bauen. Könnte ich tun. Aber dann, wie gesagt, müsste ich halt gucken, was du von Foundation verwendet. Ansonsten auch das jQuery ist ziemlich dick, aber die brauchen auch ziemlich viel davon. Das sind dann in dem JavaScript von jQuery sind ein paar nette Sachen drin, wo es auch mit jQuery interessant wird. Zum Beispiel eine Verzögerung, wenn du mit dem Handy von links nach rechts scrollst und so weiter, weil es könnte auch jemand einfach das Bild so verschieben wollen, weil du gerade als Entwickler irgendwie davon ausgehst, dass jeder Bildschirm breiter als 360 Pixel ist und einer mit 320 sieht nicht das komplette Bild, sondern will das Bild verschieben, um alles von diesem Bild zu sehen. Das sind so ein paar kleine Tricks dabei, die auch von jQuery ziemlich intensiv oder die intensiv jQuery nutzen, aber ansonsten, das ist im Prinzip alles. Alles kommt mit dem Foundation-Paket mit, was du dir über Boa reinziehst. Sonst noch mal? Okay, cool. Dann.